Und da sind wir wieder. So, wir haben da einen kleinen Quest zu erledigen. Okay, das funktioniert ja schon mal gut. Bisschen Ahorn. Ein paar Kisten hier. Und jetzt gucke ich mal. Ah, da oben. Müssen wir hin. Werden wir gleich mal die Küste ein wenig inspizieren. So eine kleine einsame Insel ist immer sehr verdächtig. Aha. So, hier haben wir schon mal diesen Sirup gefunden. Ja, schon mal was. Trinkschlauch. Ah, ich könnte hier fischen. Fischen geht also auch. Hey, Klauschwein. Das wäre meine gewesen. So, ein Crewmitglied. Wer seid ihr? Wart ihr Teil der Flotte? Feldwebel Firion hat mich losgeschickt, um euch zu helfen oder sie zu finden. Sie ist noch am Leben? Ja. Gut, das ist gut. Ich wurde von den Wellen gegen das Schiff geschleudert, habe mir ein paar Rippen gebrochen. Nicht gerade das schönste Gefühl. Feldwebel Firion meinte, dieser Fackelkäfer-Sirup würde helfen. Schmeckt wie Sandalen, die in Minzparfüm gekocht wurden. Aber wenn es mir die Rippen zusammenflickt, trinke ich die ganze Flasche. Lass es dir schmecken. Ich gehe nach den Rest eures Trupps suchen. Gut, ich werde Feldwebel Firion finden. Geht, bringt sie in Sicherheit. Lebt wohl. Okay. Auf zum nächsten. Sind noch ein paar Kisten. Oh, noch mehr Sirup. Na, es ist schön, wenn sich alles so ein bisschen ergibt. Na? Ich habe viele Freunde in diesem Sturm verloren. Bitte bringt mir gute Neuigkeiten. Feldwebel Firion hat mich losgeschickt, um euch zu finden. Ich sah, wie sie im verdammten Sturm von Bord gespült wurde. Ich habe mich am Tauwerk festgeklammert, solange ich nur konnte. Doch das hat mir die Haut von den Handflächen gescheuert. Wenn ich keine Waffe halten kann, bin ich für meinen Trupp nutzlos. Habt ihr irgendwelches Verbandszeug? Ich habe meine Ausrüstung an die See verloren. dieser Fackelkäfer-Sirup könnte helfen. Leuchtsaft? Ich dachte eigentlich, dieses Zeug wäre nur für üble Streiche an verschneiten Tagen gut. Sobald ich meinen Milzschlitzer hier wieder tragen kann, arbeite ich mich den Strand hoch und suche nach Feldwebel Firion. Was ist mit euch? Ich habe Feldwebel Firion gesagt, dass ich den Rest eures Trupps finden würde. Ich hoffe, sie wissen ihr Glück zu schätzen, wenn ihr sie findet. Ich kann weiter landeinwärts, sobald ich mich ein bisschen ausgeruht habe. Kämpft tapfer. Dankeschön. Oh, da ist noch einer. Und da ist ein komisches... Ah, Trinkschlauch. Eine Kiste. Ja. Und jetzt müssten wir ja zum letzten kommen, sozusagen. Schön, da haben wir gleich mal auf dem Strand ein bisschen geholfen. Segnet Öffre. Ich bin froh, dass ihr vorbeigekommen seid. Habt ihr andere Seesoldaten am Strand gesehen? Feldwebel Firion hat mich losgeschickt, um euch zu finden. Sie lebt. Ich schätze, da hatten wir wohl trotz des Schiffbruchs ein wenig Glück.
Über mein Bein kann ich das leider nicht sagen. Wenn ich es nicht zu sehr belaste, komme ich humpelnd einigermaßen gut voran. Feldwebel Firion meinte, dieser Fackelkäfer-Sirup würde helfen. Leuchtsaft? Bei den Göttern, das stimmt. Sobald ich wieder alleine stehen kann, gehe ich weiter landeinwärts. Ich habe alle eure Truppen gefunden. Alle aus euren Truppen gefunden. Leutnant Gelin hat mich aus dem Wasser gezogen. Er wird wissen wollen, dass Feldwebel Firion und der Rest der Mannschaft in Ordnung sind. Ich glaube, er sagte vorhin etwas davon, dass er in einer Höhle hier in der Nähe nach einem Unterschlupf suchen wollte. Aber da habe ich immer noch Sand gespuckt. Ja. So, weiter geht's zum nächsten Quest. Oder zu diesem Quest. Jetzt muss ich in die Höhle gehen. Ich wollte den heilen. Ich tue das immer ein bisschen... Ich habe einen falschen Skill gedrückt gerade. Ja, lass mich in Ruhe. Oh, ein Schiff. Sollte ich da auch nochmal vorbeischauen? Ich denke doch. Ich hoffe, das sind keine Piraten oder so. Kohl, Pökelfleisch, Rum. Ihr Götter, die Vagabund wird wie ein Mammut mit Dünnpfiff riechen, wenn wir ihre Lagerräume nicht verbessern können. Ja. Ist das ja mein Schiff oder wie? Diese hat im Moment keine Zeit für euch. Die Vagabund ist beschädigt. Und wenn wir keine Hilfe bekommen, wird sie bei Flut sinken. Ihr wollt helfen? Sprecht mit Quartiermeister Oblan. Okay, wenn wir den finden. Sucht den Rumpf nach Löchern ab. Wenn wir den finden, ich weiß, dann... was ich tue. Oblan, okay. Der ist wahrscheinlich dann in seiner Kajüte oder sowas. Oder hier? Nee. Dann gehen wir mal hier rein. Fahrtenbuch der Vagabunden. Fahrtenbuch der Vagabunden. Jahr 1, Tag 31. Die Verbindungen von Quartiermeister Osblan haben sich endlich bezahlt gemacht, nachdem wir die Hälfte der Einnahmen unseres Schiffs für früheren Expeditionen dafür geopfert haben, fährt die Vagabund jetzt unter der Flagge der Königin, solange wir auf unseren Abenteuern nur Schiffe des Pakts oder des Bündnisses behelligen, werden unsere sämtlichen Überschreitungen der Vagabunden und ihrer Besatzung verziehen. Okay. Lang lebe König Eiren. Jahr 1, Tag 41. Anstatt auf Kaperfahrt zu gehen, schieben wir jetzt Streife entlang der Küste. Uns wurde ein Freibrief auf gegnerische Schiffe erteilt, aber das bedeutet feindliche Kriegsschiffe, nicht Fracht- oder Handelsschiffe. Eine Menge harte Kämpfereien für wenig Beute. Unsere Befehle umfassen das Durchsuchen und Beschlagnahmen potenzieller Schmuggler, aber ich bezweifle, dass die Besatzung darauf große Lust hat. Außerdem ist Quartiermeister Oblan mit den meisten von ihnen verwandt. Jahr 1, Tag 63. Ich weiß nicht, welcher Gott meine Gebete erhört hat, aber langsam sehen die Dinge wieder besser aus. Meine Bitte nach aktiveren Pflichten wurde von Fürst Garesh Ri erhöht, dem Sprecher der Mähne persönlich. Sein Bote überbrachte uns heute Morgen den Befehl, dass wir uns auf den längeren Reisen vorbereiten sollen. Bisher wissen wir noch nichts Genaueres. Jahr 1, Tag 65. Nun ja, da habe ich wohl bekommen, worum ich gebeten habe. Die Vagabunden, ein schnelles Kaperschiff, soll mit den Vorraten und Gepäck für eine Dominion-Expedition Kenatris Rast beladen werden. Während die Meeresrouten um die Insel wahrscheinlich mit feindlichen Schiffen besetzt sind, sind wir Teil der Transportflotte. Die Stimmung ist am Boden, zumindest sieht das Wetter gut aus. So, jetzt gehen wir mal weiter runter.
ich das jetzt aufgesammelt? Nee. Ah, hier ist das Leck. War das? Pass. Ah, das Schiff, das sieht schön aus. Hat der Sturm aufgehört? Ich glaube, mir ging es noch nie so schlecht. Du bist ja schon ziemlich am Land, würde ich aber mal meinen. Wenn ich zum Werben komme, wenn ich zum Werben komme, für alles Schumhelm-Mädchen, habe ich einen Wagen voller Seide und Bänder für ihre Zöpfe. Und schritt er durch alle Ebenen auf der Suche nach seiner Braut, aber als Strafe für seinen Stolz hatte Agathos ihn verstoßen. Eine Krone zum Ruhme bringen, aber ihn nur Blut und Tod zeigen. Eine Krone zum Ruhme bringen. Für Ranser Dummheit gestorben. Ja, ist doch egal. Das war's. Das war's. Oblans Brief. Oh. Mein lieber, glücklicher Freund Oblan, durch die patriotische Torheit eures Kapitäns hattet ihr das Glück, den bestmöglichen Auftrag zu landen. Stellt euch das nur vor, als Kundschafter für die Seestreitkräfte auf Kenadris Rast tätig zu sein. Bis zu dieser begierige Pöbel der Seestreitkräfte Zeit hat sich umzusehen, seid ihr längst an Land. Wie ihr sicher wisst, kommen die meisten meiner Vorräte aus Kanetres Rast, genau, da ihr keine Transportgebühren bezahlen müsst. Ihr alte Seekatze, gehe ich davon aus, dass ihr mir das nächste Mal ein besseres Angebot machen könnt, wenn ihr mit H, ja, ich glaube es ist ein H, seid. Ich habe eine neue Lieferung für euch, also besorgt mir unbedingt die Rohstoffe. Ich fasse mich besser kurz. Wie man hört, brecht ihr mit der Flut auf. Viel Glück und sichere Reise. Kay. Okay, hier gibt es nichts weiter. Hier gibt es viele Bücher. Land. Wir haben Land erreicht. Ja, ihr seid an Land. Aber es dreht sich doch noch alles. Warum bin ich nur auf dieses verfluchte Schiff gestiegen? Warum habt ihr das denn getan? Die Vagabunds brauchte einen Koch, also habe ich mich freiwillig gemeldet. Das ist meine erste Seereise. Ich dachte, das ganze Wasser wäre wie die Sümpfe zu Hause. Aber jetzt reicht schon der bloße Geruch von Essen um, ihr Götter. Lebt wohl. Ah, Ratten. Ratten. Kommode. Was zu essen, was ist denn? Wir haben ein Rezept gefunden, endlich. Ich dachte schon, ich finde sowas nie. Erhöht die Magica-Regeneration 35 Minuten lang um 12.0. Was brauche ich dafür? Fleischmuskat. Naja, immerhin. Ich glaube, die Karte Tagebuch, Fassfertigkeiten, Charakter, Gruppe, Kontakte, Gilden und so. Ich muss da, glaube ich, an ein Feuer sein oder nicht am Feuer. Ah doch, an einem Feuer oder Topf oder sowas. Ein Rucksack. Okay, hier haben wir alles jetzt durchforstet, würde ich meinen. Und wenn der da vorne am... Also ich habe jetzt den Lagermeister Oblan nicht gefunden. Ich glaube, das war der Typ, den wir als erstes angesprochen hatten. So, was war denn das? Leichte Rüstung. Nein. Hier ist niemand. Das muss der gewesen sein. Und er hatte keine Zeit für uns. Also wir haben jetzt schon ein bisschen hier. Ich brauche noch mehr Vorräte. Ah. Aber er will ja nicht. Kohl, Pökelfleisch, Rum. Ihr... Ja, dann gehen wir einfach weiter erstmal. Vielleicht haben wir noch nicht das entsprechende Level. Ich weiß es nicht. Wow. Oh.
Okay. Ah, ich muss das noch ein bisschen mit den Skills hier hinkriegen. Hinbekommen, hinkriegen, hinbekommen. So. Ah, wir laufen jetzt sicher schon viel zu weit weg. Alles mitnehmen, was man kriegen kann. Natürlich bin ich ein Sammler-Neuling. Aha. So, hier müsste uns jetzt irgendwas begegnen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Eine Höhle. Okay. Hallo? Hallo? Ah, da. Leutnant Gelin. Die Leiche eines bosmarischen Seesoldaten ist an einen blutverschmierten Pfahl gebunden. Er scheint noch nicht lange tot zu sein. Untersuchen wir mal die Leiche. Auf dieser Rüstung prangen die Abzeichen eines Marineleutnants, der Dominions. Seine Leiche ist über und über blutbedeckt, als hätte er viele kleine Schnittwunden erlitten. Das Blut ist mit grünlichen Schaum verschmiert. Klingt nach Spinne. Die Schnitte am Körper des Leutnants bilden ein seltsames, aber klar erkennbares Muster. Sein Blut wurde auf die unverletzten Teile der Haut geschmiert, um so wellenartige Symbole zu malen. Die genaue Todesursache ist unklar. Who cares? Hey. Ob jetzt hier noch was kommt? Muss ich jetzt hier noch was machen? Ich habe jetzt einfach die Leiche gefunden. Ist hier einfach mal nichts? Glaube ich irgendwie nicht. Ah. Also mit den Aspekt-Runensteinen muss ich mich mal noch ein bisschen auseinandersetzen. Ich weiß nicht, was sie machen. Ich sag, okay, das ist eine Spinne. Eine tote Spinne. Und ich glaube, diese Spinne wird gleich nochmal spawnen, weil ja so viele Leute rumlaufen. Mein Äffchen da. Wo ist mein Äffchen schon wieder? Mein Äffchen ist ständig weg. Äffchen. Ah. Was ist das? Ach so. Ich schon gedacht, was wird hier anvisiert? Doch gleich was passieren, wenn ja so viele Leute rumlaufen. Ah. Seltsam. Ich gehe mal den Gen-Ausgang. Ah, okay. Eldwebel Firion. Wie sich gezeigt hat, war es mein Trupp, der mich gefunden hat. Habt ihr schon mal eine Karriere als Seesoldat des Dominions in Betracht gezogen? Ihr würdet einen guten Späher abgeben. Mein Trupp sagte, ihr habt nach Leutnant Gelin gesucht. Habt ihr ihn gefunden? Ich habe seine Leiche in der Höhle gefunden. Jemand hat ihn getötet. Was meint ihr? Es sah so aus, als wäre er bei einer Art Ritual umgebracht worden. Erst zieht wie aus dem Nichts ein Orkan auf und vernichtet unsere Flotte. Dann wird ein tüchtiger Seesoldat des Dominions gefangen und zu Tode gefoltert? Was war sonst noch in der Höhle? Jede Menge Knochen, Kerzen und Schlangen. Und außerdem noch Holzpfosten. Irgendeine Art Opferung? Das ist zu viel für meinen Trupp. Wir brauchen Verstärkung. Nistel hat in der Nähe ein gestrandetes Schiff entdeckt. Es scheint weitestgehend unversehrt und sie hat Seeleute des Dominions an Bord erspäht. Was werdet ihr machen? Wir müssen unsere Kräfte bündeln und denjenigen finden, der Leutnant Gelin ermordet hat. Mein Trupp und ich müssen seine Leiche aus dieser verdammten Höhle herausschaffen. Würdet ihr die Seeleute auf diesem gestrandeten Schiff warnen? Sie müssen wissen, dass es nicht sicher ist, hier durch die Gegend zu wandern. Ich werde sie warnen. Wartet!
Nehmt das hier. Ich habe etwas Leuchtsaft gefunden, während ich nach meinem Trupp gesucht habe. Aber ihnen geht es ja schon besser. An den Geschmack werdet ihr euch gewöhnen. Wir kommen bald nach. Passt auf euch auf. Okay, bis dann. Dann laufen wir mal schnell noch dahin. Wir haben ja jetzt das Schiff schon durchforstet. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht nochmal durch das ganze Schiff, sondern können gleich unseren Quest abgeben. Ihr seid keine schlüpfrige Seewiper oder ein faulmündiger Schiffbrüchiger. Erklärt euer Anliegen der Mannschaft der Vagabund. Ein Seesoldat des Dominions wurde in einer Höhle in der Nähe getötet. Der Orkan hat hunderte von Seesoldaten getötet. Was spielt es da für eine Rolle, wenn einer von ihnen in einer Höhle starb? Er wurde bei einer Art Ritual ermordet. Sein Trupp braucht Verstärkung. Oh, nun, bis sie wieder seetüchtig ist, ist die Vagabund wie ein Huhn im Wolfsbau. Vielleicht können eure Seesoldaten ja beweisen, dass sie nicht nur Frachtstücke auf zwei Beinen in schimmernder Rüstung sind. Wenn sie mit anpacken, denke ich über Verstärkung für sie nach. Sind sie dazu bereit oder haben sie nur eine große Klappe? Ich bin mir sicher, dass sie helfen werden, wo sie nur können. Und ich bin sicher, dass sie genauso nützlich wie im Orkan sein werden. Falls sie das Gegenteil beweisen möchten, sind sie herzlich dazu eingeladen, zur Abwechslung etwas Ordentliches zu arbeiten und die Lecks im Laderaum der Vagabund zu flicken. Vielleicht finden sie irgendwo in den ganzen Wracks hier einen Ersatz für das Steuerrad. Ich werde schauen, ob sie das Steuerrad besorgen und das Schiff flicken können. Oh, und unser Sonnensichter. Er muss über Bord gefallen sein, als wir gestrandet sind. Unser Ausguck sah, wie diese skingfingerigen Piraten damit abgehauen sind. Ihr werdet den Sonnensichter zurückholen müssen, koste es, was es wolle. Ich habe ein paar Fragen. Reden ist immer leichter, als kräftig anzupacken. Schon klar. Nun, fragt... Wer sind die Seewipern? Seepocken am Arsch. Sie sind alle Meereselfen. Marormer nennen sie sich. Nichts weiter als Piraten, wenn ihr mich fragt. Manche sagen, sie hätten eine besondere Verbindung zum Element des Wassers selbst. Doch das ist eine Lüge. Jeder kann Wettermagie lernen wie sie. Okay. Was ist ein Sonnensichter? Kapitän Jemila verwendet ihn zum Navigieren. Ich könnte euch lang und breit erklären, wie die Sonne und die Sterne die genaue Position des Schiffs anzeigen. Aber das ist alles völlig einerlei, solange die Seewipern ihn haben. Okay. Erzähl mir von der Vagabund. Der Stolz der Langküste. Wir werden weiter für das Dominion segeln, solange sie uns dafür bezahlen, feindliche Schiffe auszurauben. Er war mal Pirat. Das haben wir ja gelesen. Seid ihr Pirat? Jone und Jode, lasst das bloß nicht den Kapitän hören. Piraten rauben und plündern nur für sich selbst. Wir sind Freibeuter. Was bedeutet, dass wir das Gleiche für jeden machen, der uns dafür bezahlt? Ein entscheidender Unterschied. Das ist wohl wahr. Wer hat das Kommando über die Vagabund? Kapitän Jemila hat vor ein paar Jahren das Kommando über die Vagabund übernommen. Sie ist schlau, gerissen und mordsgefährlich, wenn man sie ärgert. Sie hat auch mehr Glück als jeder andere, dem ich je gedient habe. Jedes Schiff in der Flotte wurde an den Küsten von Kenartis Rast in 1000 Stücke zerschlagen. Jedes Schiff, bis auf die Vagabund. Great. This is amazing. So. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Eine kleine, ein bisschen längere Folge gewesen, aber es war ja auch viel zu lesen wieder. Das nächste Mal reden wir mit Feldwebel Firion und mal sehen, ob wir hier noch irgendwie weiterhelfen können den Leuten.